So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir sehr viel Story erlebt. Das will ich gar nicht alles zusammenfassen, deswegen guckt es euch einfach an. Und dann haben wir noch eine Modora besiegt und jetzt sind wir wieder in einem Schrein gelandet, in dem man ein bisschen aufpassen muss, weil man alles weggenommen bekommt. Der Schrein heißt Ausgewichen, falls man es nicht gesehen hat. Dann gucken wir mal, wie gut wir ausweichen können. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal da irgendwie drüber kommen, ohne dass ich das auslöse wahrscheinlich. Da sind Kisten. Ich könnte mir vorstellen, dass hinter den Kisten cooler Stuff ist. Okay, ja, doch für Feuerpfeile. Ganz nett. Okay, ich dachte, vielleicht geht es kaputt, aber dann anders. Da ist nichts drin. Okay, bester Loot auf jeden Fall. So, ab wann bemerken die mich? Kann ich hier entlang schleichen? Oder ist es in dem seiner Reichweite? Nee, sieht gut aus. Komm ich da hoch? Yes. Der weg ist. Ah, okay. Kann ich mich hier mal umgucken, wollte ich nämlich sagen. Da kommt irgendwas raus, scheinbar, wenn man die auslöst. Ha. Wie fange ich hier am besten an? Hier oben sind drei, das ist nicht so gut. Das Wasser, das ist auch nicht so gut. Damit komme ich nicht weit. So ein Ding. Ich weiß halt echt nicht, wie man hier einen Blödsinn anfängt, ne? Aber der scheint mich nicht zu sehen, wenn ich hier so rumlaufe. Da oben auch nicht. Okay. Wenn ich hier am Rand bleibe, bin ich also scheinbar noch safe. Oh, da hinten ist eine Leiter. Okay. Okay, also hier muss ich drüber.
Das ist jetzt ja nicht so das Problem. Oh, das hätte mich... Oha. Das hätte mich gekillt sonst. Okay, ich würde gerne mal was probieren. Kann ich das nicht an den Pfeil ranhaften? Ich dachte, ich kann es vielleicht an den Pfeil ranhaften. Ich kann nur einen Ast machen, das ist natürlich doof. Moment, jetzt habe ich den Stein dran, ne? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das wollte ich nicht. Ja, egal, Rip. Komm, brenne. Hier brennt mir so bedingt. So, tschüss. Wieso fahren die das Feuer rein? Sind die dumm? Ich habe gar keine Waffe mehr. Ah, doch. Das war nicht so gut. Kommt her. Yes! Ich habe keinen Pfeil mehr. Na gut. Du bist jetzt drauf damit. So, tschüss, Kollege. Okay, das ist schon die Hälfte gewesen von denen. Sehr gut. So, komm mal her. Was willst du tun? Aber das war's ja fast jetzt. Reicht noch nicht. Gut. So, jetzt kommen wir nämlich hier hin. Und jetzt synthetisieren wir mal ordentlich. So, und das sollte doch jetzt als Waffe ausreichen, um hier das zu Ende zu bringen. Da scheint ja nun nichts mehr los zu sein. Ja, mach du mal Alarm, ist keine mehr da, Kollege. Aber ist in Ordnung. Gut. Sehr schön. Die Truhe gibt's am Ende. Delta Elite Breitschwert. Ja, moin. Dann macht das Langschwert mal einen Abflug. Sehr cool. Das hätte ich bei dem Motorrad gebraucht. Okay, nice.
Sehr nice. Netter Schrein. Netter Schrein, kann man so anbieten. So, wir sind nicht schlauer, was das Fossil angeht. Und wo die sich jetzt rumtreibt. Wir gucken jetzt mal hier. Ja, das mit der Besitzerin haben wir geklärt. Mir geht es um das Fossilzeug. Wo finde ich die denn jetzt? Ich habe 3 Millionen Missionen angefangen. Gefühlt. Das Gerudo-Riesenfossil. Hä? Ah, ich wollte schon sagen. Lol. Okay, aber da war ich doch theoretisch so ein bisschen zumindest. Ja, halt die Schnauze. Da war ich doch theoretisch. Ich check das nicht. Du bist groß. Mach dich weg. Alter. Auf Röstmelonen. Ja, wahrscheinlich ist die Quintessenz, es gibt keinen Fossilen mehr oder so. Aber dann war ich schon richtig. Grundsätzlich war ich dann schon richtig. Dass ich keins gesehen habe, zumindest irgendwie. Ganz komisch. Zitterfrucht. Funkelfrucht, ja, egal. Wir sind uns jedenfalls einig, dass hier kein Fossil ist. Oh, hier ist eine Höhle. Ach so. Hier ist auch wieder eine Höhle. Ja, ich habe nichts gesagt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ich habe nichts gesagt. Alles klar. Hier ist dieses Ding. Okay, was fehlt ihm jetzt hier? Da haben wir jetzt natürlich, hier waren wir noch nie drin, also hier müssen wir jetzt alles neu erkunden. Hier müssen wir also auch erstmal den Dings finden. Den Dings, weißt du schon. Mit dem Signum. Hm? Kolossalkalb. Fossil eines Kalbs, des anderen Kolossalwals. Ja, ist okay. Ah. Mutter und Jungtier miteinander zu vereinen. Die will mir jetzt aber nicht erzählen, dass die zwei Sachen, die ich draußen gesehen habe,
Nee, nee, nee. Also dass die großen Dinger, die ich gesehen habe, dass ich die irgendwie hierher bringen muss, das wäre ja Quatsch. Aber ich habe zumindest was eingezeichnet bekommen, wo ich hingucken kann. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal den Kollegen suchen. Ah, ich habe ihn schon gefunden. Der war da hinten. Vielleicht habt ihr ihn auch schon entdeckt. Hier noch irgendwas Spannendes, außer mein Pfeil. Sieht nett so aus. Na, dann gehen wir jetzt halt mal zu dem Ort, den die Karte anzeigt. Oh, Feen! Geilo! Euch brauche ich ganz dringend wieder. Ich habe euch ja gerade komplett verwurschtelt bei der Moldora. Oh, ich kann hier im Wasser laufen, das wusste ich nicht. Okay. Sehr gut. Komm her. Oh, Mann. Gut. Ja, das ist... Ach. Immer der gleiche Quatsch. So, ich habe gerade was anderes gesehen. Genau. Ah, das geht auch so, okay. Aber wo muss das jetzt ran? Ich habe doch keine Ahnung, wo das jetzt ran muss. Also das ist der Kopf. Ah. Mutter und Jungtier wieder miteinander zu vereinen. Die Teile des Körpers und der Schwanzflosse irgendwo in der Nähe befinden müssen. Sieht nicht richtig aus. Muss ich vielleicht doch hier erstmal weiter gucken und gar nicht woanders hingehen, weil es ist halt komisch, dass auf der Karte was anderes eingezeichnet ist, ne? Das ist etwas irritierend. Aber vielleicht ist ja tatsächlich alles hier drin. Oder dieses Ding markiert einfach nur den Eingang.
Ah ja, das markiert nur den Eingang, wa? Dann muss ich schon innen drin suchen. Okay, ich muss innen drin suchen. Ja, ja, okay, alles klar. Das ist einfach nur der Eingang, okay. Aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie ich jetzt dieses Ding da anknüpfen soll. Und ob das alles ist. Und vor allem, wie das dann... Ne? Also, keine Ahnung. Was die da von mir genau wollen. Aber wir kriegen das bestimmt gleich raus. So erfolgreich. Aber hier sind ja noch viel mehr Haufen. Toll. Zumindest eine Truhe ist hier. Die habe ich zwar nicht gesucht, aber nehmen wir mit. Ja. Aber was ich jetzt noch suchen soll, weiß ich halt auch nicht. Das sind alles nur Steine, die hier im Boden sind. Aber wie soll ich die, also, vereinen? Ich verstehe nicht. Soll ich die einfach da irgendwo hinlegen, oder was? Jetzt sind die total toll vereint. Ne, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mutter und Jungtier wieder miteinander zu vereinen. Teile des Körpers und der Schwanzflosse. Du machst mich fertig. Aber was anderes leuchtet ja auch nicht mehr. Oh, da oben ist was. Okay, da oben ist irgendwas gewesen. Was ist da oben? Aha. Oh, das muss ich rausbre... Lol. Alle sind da, nur der, den ich brauche, wieder nett. Hallo. Mann. Treffer versenkt. Hups.
Das reicht immer noch nicht. Aber jetzt, ja, jetzt ergibt es schon mehr Sinn. Körper und so, ne? Das hat nichts gebracht. Komm gleich nochmal. Du schaffst das. Wir brauchen nur ein bisschen. Bisschen, ja, so, so, ne? Hier, zack. Schade. Bisschen Rampe. Ach Mann, das haut nicht hin. So wie ich das gerne hätte. Nee, es haut nicht so hin, wie ich das will. Ja, ärgerlich. Machen wir es halt doch mit einer Donnerblume. Sind ja genug hier. So, kann ich es jetzt holen? Link macht Pantomime. Hä, wo steckt denn das jetzt noch? Ich glaube, es ist rausgefallen. Okay. Ja, jetzt ergibt das alles hier mehr Sinn. Passt das? Oder andersrum? Was sagst du? Jetzt müsste man sie nur noch irgendwie mit dem Schädel verbinden. Okay, also das passt soweit. Jetzt muss ich noch mit dem Schädel verbinden. Ach so. Ich hab's falsch rum verbunden wahrscheinlich. Weiß jetzt nicht. Die Frage ist halt, ab wann ist die zufrieden? Oha! Sie ist zufrieden. Unfassbar. Unfassbar. Yay. Wo geht's jetzt hin? Okay, nirgendwo hin. Gut. Dann machen wir nochmal ein Foto, falls man es irgendwann brauchen sollte. Keine Ahnung. So. Okay, dann haben wir das erledigt. Kurz mal nach Gerudo-Stadt. Ich will wissen, was jetzt diese Waffen sind, die ich da mir schmieden lassen kann. Und dann würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. No? Guck mal halt mal nach Angelstädt. Guck
gucken wir halt mal nach Angelstädt, was da so geht. Ach so. Ja gut. Ach, das suchen wir ja auch noch, ne? Das suchen wir ja auch noch. Ich hatte das hier gefunden. Das hier hatte ich. Ich hatte hier war keins. Ich hatte das hier und das im Gefängnis. Und dann muss irgendwo noch eins sein. Jetzt kann man die Kugel hier einfach nehmen, die vorhin besetzt war. Aber die Kugeln haben... Die Kugeln haben damit nichts zu tun. Die Kugeln sind irgendwas extra Dingsiges. Ich bringe ihr trotzdem mal die Kugeln. Ein Monument. Müssen in der Untergrundstadt sein. Zerstört und im Lauf der Stadtgeschichte verbaut worden sind. Okay. Der Gang, der zu den nördlichen Ruinen führt, habe ich noch nicht bis zum Ende erkundet. Aber das habe ich doch schon. Das ist doch der Gang, der zu den nördlichen Ruinen führt. Die habe ich doch gemacht. Warte, gibt sie mir Hinweise jedes Mal? Gibt sie mir immer einen anderen Hinweis? Sie gibt immer einen anderen Hinweis. Den Raum, in dem die Voi-Lektionen stattfinden, müsste ich mir auch mal an. Hä, die Schule? Die Schule? Hier ist doch aber... Hier ist doch nirgendwo so ein Monument. Oh mein Gott! LOL! LOL! Da ist das... 3 Millionen Parts, nachdem wir das angefangen haben, schließen wir diese Quest ab. Ich werde bekloppt. Ja, hier. Oh mein Gott, ich werde bekloppt. Das hätten wir schon so viel eher haben können. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Die Geister sind im Lande der Gerudo zu finden. Das heißt, die Geister des 7 Kriegen sind irgendwo in der Gerudo-Region zu finden. Es ist unglaublich herauszufinden, dass das alles nicht nur eine Legende ist. Es ist soweit. Jetzt kennen wir die Inschriften aller Monumente. Wenn wir das jetzt zusammensetzen, die 7 Kräfte, Geist, können Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut verknüpfen sich in einer Seele. Wenn wir die Geister zu den 7 Kriegerinnen zurückbringen, zeigt sich uns womöglich die 8. Kriegerin. Ha. Und diese Geister sind alle in der Gerudo-Region zu finden. Das müsste alles gewesen sein. Auf den Monumenten waren auch solche Symbole wie auf dieser Kugel. Das ist jetzt nur geraten, aber... Also 7 Kugeln. Ja. Mm. 6 weitere Kugeln. Oh Gott. Oh. Yay. Also das heißt, jetzt kann ich die Kugel nehmen und dahin bringen, ja? Und jetzt muss ich 7 Kugeln dahin bringen. 7. Wollt ihr mich verarschen?
Ja, das ist deine. Ja. Ja, würde ich ja. Mein Gott, ey. So, die ist hier, ne? Moment, muss ich so machen. Nimm. Sie passt perfekt. Ja. Nee, alle sieben. Oh je. Weissagung von Patricia, die im Palasthof zu finden sein müsste. Okay, also man kriegt Hinweise durch Patricia. Interessant. Also die eine Kugel haben wir aber jetzt auch schon gefunden. Die haben wir schon gefunden. Ach, quatsch mich nicht jedes Mal an. Oh, nee. Ja, okay, wenn ich immer eine Belohnung bekomme, dann gerne. So, das sind zwei Kugeln drauf. Das ist die hier. So. Okay, aber das müssen wir auch so. Das ist wahrscheinlich was, was man so über die Zeit macht. Ne? Das macht jetzt nicht alles an einem, in einem Schluck. Ich wollte ja eigentlich nach Angelstädt, Mann. Und jetzt weiß ich nicht mal, wo die Schmuckdinger sind. Ich wollte den Schmuckdings, das wollte ich hier. Geht wieder nicht, weil ist nicht mehr da. Oh, ist das alles wieder dumm. Mit dem Gefängnis war, glaube ich, keine Kugel, ne? Das wäre komisch. Hier die Kugel habe ich. Hier war auch keine Kugel mehr drin. Nee, hier war keine Kugel. Nee. War hier noch eine Kugel? Ich glaube auch nicht. Nee. Dann sind die wahrscheinlich komplett über Gerudo verstreut. Ach, scheiße. Na gut. Haben wir jetzt eigentlich das mit dem Helm geklärt? Ja, ne? Ist das etwa der Schatz der Wüste? Aha, es war es ein Teil einer Gerudo-Rüstung aus alter Zeit. Ich wusste, du wirst den Schatz finden. Trag ihn auf deinen Reisen und mache guten Gebrauch mit ihm. Okay, wir reden auch nicht über die Fake Zelda. Alles klar. Dann zieh hier oben in ihrem Schlafzimmer vielleicht noch so eine Kugel rumfliegen. Okay, jetzt gucken wir mal, was jetzt wäre, wenn ich mit Patricia quatsche. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie man mit der quatschen kann. Weil Patricia ist halt ein Tier. Ja, Patricia ist sehr gesprächig. Was bedeuten die Zahlen? Savotta. Dies hier ist das wertgemachte Ruhm von Hofrobbe unserer verehrten Königin, der ehrwürdigen Patricia. Hochgeschätzte Weissagungen. Wenn du ein Stück Obst in ihren Wohl... Ah, okay. Statt eines Orakelspruchs nur seltsame Zahlen bei einer Wasserfrucht. Okay, Patricia. Klappt gut.
Patricia. Was? 3781-2900-004C? What? Muss ich mir die merken? Das hat Patricia gesagt. Wieso verstehst du die? Okay, was, wenn ich jetzt ihr noch was zu essen gebe? Davon habe ich ganz viele. Ist mal ein Leuchtsamen. Okay, sie mag kein Leuchtsamen essen. Apfel? Okay, Apfel mag sie. Oh. Unter dem Treibsand sah ich im Traum einen gewaltigen Höhlenraum. Was? No. Es gibt 3 Millionen Treibsand hier. Okay, alles klar, Patricia. Bevor du jetzt hier weitere Verrenkungen machst. Nein. Ich wollte das nicht sortieren. So, bevor du weitere Verrenkungen machst, hier noch ein Apfel. Unter dem Treibsand. Ja, aber es ist... Puh. Okay, das bleibt bei der Scheiße. Das heißt, sie sagt, entweder es war jetzt Zufall, dass sie das Gleiche gesagt hat, oder sie sagt halt immer nur eine Sache, bis man das gefunden hat, was sie gesagt hat. Gibt es Sinn? Keine Ahnung. Ah, ja, aber das ist... Hä? Wieso kann ich das Ding denn bewegen? Wo muss das hin? Okay. So, wo finde ich jetzt den Schmuggler? Ich werde hier bekloppt. Ist der jetzt dann in der Mitte, oder was? Ist der jetzt dann in der Mitte gelandet? Ich kann einfach nicht. Unglückliche Beziehung. Sandsturm. Okay, nur Gelaber. Ah. Das ist normaler Laden. Aber hier könnte ja auch der Schmuckladen mit drin vorkommen, vielleicht. Nee, Hautpflege. Massagen? Nein. Ah, hier, Schmuck. Und ich sag's gerade noch. Du hast die Chefin vor einem Moldora gerettet, nicht wahr? Sag hier, das ist für dich als Dankeschön. Oh, okay, erstmal ein Diamant. Stabil. Dank dir bin ich wieder hier, Sag. Ich war mir sicherlich wieder... Jetzt sag doch, was du mit den Waffen machen willst. Würdest du mich nochmal ansprechen, wenn du etwas Zeit mitbringen kannst? Ja, hallo. Oh.
Deswegen bin ich hier. Wenn du ein Schmuckstück siehst, das dir gefällt, lass es mich einfach wissen. Alle nötigen Anpassungen. Was? Ja. Jedes Juwel bietet Schutz vor einem anderen Element, wenn du es trägst. Ah ja, okay. Ja, oh. I see, I see. Okay. Okay. Ja, was ist jetzt mit den Waffen? Ja, ich will doch mit... Alter, ihr macht mich wahnsinnig. Na? Schatzwaffen für dich anfertigen. Es handelt sich um den Schatzsäbel und den Schatzschild. Ja, mach doch. Ja, was? Vier Diamanten, 10 Feuersteine, ein Gerudo-Messer und ein Gerudo-Schild. Okay, also das kostet dann 2000 Rubine gefühlt. Ah, und hier hat man jetzt die Dinger. Schwimmtempo hoch. Interesting. Elektroschutz. Hitzeschutz. Okay, eigentlich bräuchten wir fast mal den Hitzeschutz. Kälteschutz. Angriff. Oh, das Diamantstirnband ist natürlich auch stark. Ja, okay. Da können wir irgendwann mal zurückkommen. Ach lol, hier ist einfach eine Kugel. Ach, scheiße. Die gehört Talia. Ja, okay, wo ist Talia? Ja, wer ist Talia? Wo ist die? Was willst du? Ma. Ach, ihre Tochter. Ma. Geht zu Asais Voi-Lektion. Eines Tages wird sie so schön und klug wie ihre Mutter sein. Hm. Also muss jetzt wieder dahin und mit der Talia quatschen. Ich werd bekloppt. Ich werd komplett bekloppt, Freunde. Ist die jetzt hier, Talia? Ich will mit... Oh. Das ist Marco. Ja, dann kann ich mit ihr jetzt nicht quatschen. Oh my goodness. Okay, aber dann ist da die dritte Kugel. Okay, und das mit den Schatzwaffen, jetzt kommt mir das gerade. Mit den Schatzwaffen haben wir jetzt ja gerade geklärt. Gibt es hier sonst irgendwas, was man tun könnte, wollte, müsste? War hier noch irgendwas Spannendes? Schneestiefel, Sandstiefel. Ja, okay, Sandstiefel, um im Sand zu laufen, wären schon eigentlich auch ganz nice. Ich glaube, ich muss einfach mal lernen, Geld auszugeben. Kann das sein? Das ist alles so teuer. Komm, wir kaufen jetzt mal die Sandstiefel, dass ich im Sand besser laufen kann. So. Oh. Das geht mir auf den Keks. Jetzt der Vergleich.
So, so ist ohne. Ah, sehr schön. Okay, cool. Nicht weswegen ich hergekommen bin, aber hey. LOL. Wir müssen auf den letzten Drachen noch drauf. Ich habe von dem letzten Drachen noch nicht die Sachen bekommen. Dass der gerade hier ist, ergibt sich natürlich sehr gut. Dann ist nämlich das hier der Zelda-Drache. Wobei es jetzt auch echt interessant wäre, ob man jetzt nochmal besser mit ihm interagieren kann. Und das ist der Gerudo-Drache. Der müsste jetzt ja Elektro oder so sein, ne? Aber wo ist jetzt der andere Drache hin? Hier waren doch beide. Ach, hier. Ja, das ist der Zelda-Drache. Das wäre voll interessant, ob es jetzt nochmal eine andere Interaktion gibt, wenn man weiß, dass es Zelda ist. Und das hier ist aber der Dings-Drache. Ja, da gibt es Elektro ins Gesicht. Das ist nicht so gut. Kann ich ja trotzdem drauf landen. Oder kriege ich da voll auf die Schnauze? Okay, ich kann drauf landen. Also vermag Elektrizität zu erzeugen, der Farodra-Drachenstein. Crazy shit. So, die Schuppe nehmen wir mit. Dann sammeln wir halt mal ein paar von den Drachensteinen. Dann haben wir von jedem Drachen mal Steine gesammelt. Das schon auch. Oh mein Gott. Hier drauf kriege ich einfach auf die Schnauze. Okay, das ist richtig ausgewählt. Das ist nicht gut. So. Nein. Okay, da gibt es jetzt nicht so viele Steine bei dem anscheinend. Ah, doch, hier sind wieder ein paar. Nein, 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 nein. Wir sind hier noch nicht fertig. Oder vielleicht auch schon. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, da kommt nichts mehr. Okay, cool. Aber war das jetzt Hobbala? Nein. War es jetzt Zufall, dass wir hier... So, ne? War es jetzt einfach Zufall, dass wir hier plötzlich im Gewitter gelandet sind? Oder... Liegt es an dem Drachen? Wahrscheinlich ist es an dem Drachen. Würde Sinn ergeben. Würde Sinn ergeben. So, tschüss Zelda. Das ist voll weird, dass das einfach Zelda ist. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme einfach nicht drauf klar. Warte mal, war da nicht auch Treibsand? Nee, da war was anderes, oder? Ja, wie auch immer. So. Gab's jetzt hier noch irgendwas zu tun? Wachsam bleiben. Ja, das ist immer eine gute Idee. Den Schrein hier haben wir, glaube ich, gemacht. Aber dann muss ich irgendwie... Muss ich mit dem Mädchen reden, um an die Kugel ranzukommen. Oh, die Kugeln regen mich jetzt schon auf. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß echt nicht, ob ich das machen will. Warte, haben wir hitzetechnisch? Was haben wir denn jetzt hitzetechnisch? Haben wir schon was für den Kopf? Das ist, ich glaube, das ist auch für den Kopf, ne? Was wir hitzetechnisch haben. Oh.
Nee, wir haben gar nichts hitzetechnisch. Ja, komm, let's go. Oh, ein Geheimnis. Okay, es gibt noch ein Geheimnis. Zum Kauf gibt es ein Geheimnis dazu. Erzähl mir mehr. Der Stirnband, den du kaufst, das ist Teil eines Sets. Es gibt auch ein Wüstenbein. Ach so, ja, das weiß ich schon. Ja, das weiß ich auch. Ja, das haben wir schon geklärt. Aber jetzt kann ich endlich in der Wüste ein bisschen besser rumlaufen. Mit den Sandstiefeln und mit dem Hitzeschutz ist es schon ganz gut. So. Oh, was ist mit euch? LOL! So weit draußen ist eine fucking Kugel. Och nee, das ist ja dann komplett über das ganze Land verstreut. Och nee. Hier ist eine Alter. Okay. Jeder junger Mann, bist du auf deinem Weg hier vielleicht einem Mann mit Vollbart begegnet? Oh. Ist das nicht der im Gefängnis ist? Pontos, nee. Oh. Okay, die geben mir bestimmt die Kugel, wenn ich dem Freund helfe. Ach Gott, ist jetzt jede Kugel noch mit einer Quest verbunden? Ich werd verwahnsinnig. Hm. Ja, okay, alles klar. Treibsandtrichter. Ja, okay. Okay, nee, nee, ist in Ordnung. Wir haben die noch nicht fotografiert. Ich habe noch kein einziges Gelee fotografiert. Bin ich bescheuert? Wieso habe ich noch nie Gelee fotografiert? Ich habe so oft Gelee gesammelt. Nie fotografiert. Ist das mein Ernst? Okay, Weißes habe ich fotografiert. Ja, moin. Waren wir in dem waren wir in dem Brunnen schon mal drin? Ich kann mich gerade vor Wheel nicht erinnern, dass wir in dem Brunnen schon mal gewesen wären. Mal gucken. Doch, wenn hier kaputt ist, waren wir hier schon drin. Alles kaputt ist, waren wir hier schon drin. Wait, aber das ist nicht kaputt. Wir waren hier noch nicht drin. Oder wir waren hier schon drin und... Und es ist einfach jetzt im Kreis gegangen. Doch, doch, hier, also hier habe ich ja scheinbar kaputt gemacht. Nur dann von der anderen Seite aus scheinbar nicht. Okay. Dann waren wir hier bestimmt schon mal drin. Ich kann mich nicht entscheiden. Halt. Den nehmen wir natürlich mit. Hä, aber... Also wenn wir hier gewesen wären... Diamant! Dann hätte ich doch hier alles aufgemacht. Wieso ist das nicht offen? Oder geht es auch nur wieder im Kreis und ich habe das dann im Kreis so einfach akzeptiert? Ah, das kann sein. Hä? Hi? Paul, hier ist der. Hä? Die sagen, der ist Richtung Westen. Sonst wohin? Auf die Sandtrichter aufpassen. Ich gehe in Brunnen. Pontos. Okay.
Was ist denn los schon wieder in dieser Aufnahme? Wo kommst du denn her? Dabei war ich mir sicher, als abgesucht zu haben, ohne dass ich jemandem begegnet bin. Ja, ich habe einen Weg gefunden. Den hätte ich ja nie hier im Brunnen gefunden. Hä? Die schicken einen ganz woanders hin. Die schicken einen ganz woanders hin. Oder hätte man. Ach so. Wäre man hier durch so einen Sandtrichter wohl reingefallen oder was? Das kann natürlich auch sein. Alter. Okay, hier geht's nicht rein. So, warte mal. Wir können jetzt mal wieder eine Waffe zu einem Steindings machen. Ah, ich habe keine gescheite. Ach, das ist doof. Naja, gut, sind wir jetzt mal ehrlich. Wir brauchen eigentlich nicht so viele Rotonitstäbe. Das ist ein Rotonit-Langstab. Das ist ein Topaz-Langstab. Und hier ist ein Rotonitstab. Stärkung durch Sonanium. So kann ich jetzt eine Route an den Rhodonitstab noch ran. Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, okay, geht nicht. Er hat mich schon gewundert, dass das gehen sollte. Okay, dann kann ich doch hier die Synthese lösen. Ah, das ist ein Sonaniumschwert, was ich damit verknüpft. Bin ich komplett bescheuert? Oder habe ich das einfach mal gefunden? Das ist ein Sonaniumschwert, das ist natürlich kompletter Blödsinn. So, guck mal, den Flammenzweihänder können wir jetzt auch mal lösen. Und dann den nämlich stattdessen mit dem Felsen verknüpfen. So, so ein Ding ist das. Okay, kriegen wir nochmal einen Diamanten hier? Das wäre sick. Schade. Ja, okay. Also dann hätte man wahrscheinlich über so einen Trichter hier reingefunden und hätte dann jetzt dem halt wieder da rausgeholfen. Ist zwar alles irgendwie ziemlich weird, aber ist okay. Waren wir hier schon? Ja, hier sind einfach nur Pilze. Also nur ist gut, aber ist ja schön, dass die hier sind. Aber okay. Ja gut, dann holen wir uns noch die Belohnung oben ab. Da ist hier einfach Pontos, also. Wie gesagt, ich gehe von aus, wenn man nach Westen gegangen wäre, wäre wahrscheinlich da so ein Sandstrudel und dann würde man von dem aus da reinfallen. Und dann ergibt das schon irgendwo Sinn. Aber lol. So. Ja, tatsächlich Sandtrichter. Na gut. Oh. Bekomme ich die Kugel? Aber muss ich die jetzt von hier bis nach Gerudo-Stadt tragen? Also ist das jetzt euer Ernst? Ich muss das Ding jetzt bis Gerudo-Stadt tragen. Im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.